Warum ist es hier dann... Warum ist es da nochmal ein Weg, wenn es da so geschlängelt geht? Ich weiß nicht. Ach nö, not much has changed in 10 years. Ich mag diese Teufelspudding überhaupt gar nicht, weil die einfach totale Abfuck sind. Die lassen sich eigentlich am Anfang relativ leicht mit den HP dezimieren. Aber dann zum Ende hin sind die einfach nur noch Abfuck. Oh yes, Himmelswind gelernt. Nice. Ja, komm. Denn je schwächer sie werden, desto schwieriger wird es, ihnen Punkte abzuziehen. Und dann setzt er dann auch nochmal gerne einen Himmelswind ein. Um dann auch noch seine Punkte wieder zu regenerieren. Das ist sowas von nervig mit diesem Teufelspudding. Aber naja, den werden wir noch häufiger begegnen. Jetzt einfach mal Bahamut ein und hoffe, dass ich ihn jetzt ein bisschen fixer erledigen kann. Oh yes. Oh yes. Okay, das waren 25.000 Punkte, die er ihm Schaden gegeben hat. Das war gerade ein Try and Error. Der war ziemlich erfolgreich. Kein Try and Error, sondern eher so, ja, Versuch. Der ziemlich gut geglückt ist. So, jetzt müssen wir den zweiten Schalter finden. Hier sind wir auch nur mit Orca, Rico und Tidus unterwegs. Natürlich wieder auch die gleichen Gegner wie vorhin. Ich will nicht wissen, was dieses Anstaunen ist. Das ist irgendwie so eine vorbereitende Angriff wahrscheinlich. Der, glaube ich, ganz schön wehtun kann. Welchen ich aber nicht gerade ausprobieren möchte. So, hier ist unsere nächste Prüfung. Das ist... Eigentlich, das ist jetzt ziemlich simpel, was die da von uns wollen. Und zwar die zweite Prüfung. Drücke die Knöpfe, die sich in den Löchern befinden. Suche die zur jeweiligen Größe des Lochs passende Person. Genau. Das ist relativ simpel. In das kleinste Loch kommt natürlich auch die kleinste Person. Und das ist in diesem Sinn erstmal Riku. So. In das zweitgrößte kommt Tidus als zweitgrößter und Waka kommt natürlich in das größte, denn er ist von der Körpergröße her halt der größtere. So, hier jetzt quasi wieder das gleiche. So. Zack. Und das war's. Das war's schon. Und damit haben wir jetzt den nächsten Weg freigeschaltet.
einfach mal hier so ein paar kleine Barracuda-Fischis. Sind aber ein paar mehr, also 4 an der Zahl, aber ja, das sind Peanuts. Die sind wirklich Peanuts. Kleine Fische belasse ich immer gerne Reko, denn sie ist jetzt nicht die stärkste von allen, aber sie ist auf jeden Fall, ja, wie ich schon gesagt habe, von der Angriffskraft her, als wir sie bekommen haben, natürlich schon weitaus besser geworden. So. Kehren wir jetzt zu den anderen wieder zurück. Und dann hat sich jetzt hier... Ja, jetzt weiß ich wieder. Das war jetzt quasi der Schalter für diese Treppe, damit wir hochgehen können. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Sinn gehabt. Ich dachte, das wäre schon selbstverständlich so gewesen. Deswegen hatte ich mich vorhin so ein bisschen gewundert. So. Ich hätte jetzt eigentlich durchwechseln müssen, ne? Naja. Dann wechsle ich gleich einmal komplett alle durch. Lulu braucht definitiv ein bisschen Heilung. So. Ja, Tidus hatte ich ja eben gerade schon. Nein, ich nehme jetzt Kimauri. So. Und Yuna kommt auch nochmal dran. Lulu ist auch noch einmal dran. So. Well then, what next? Oh, ich setze hier am besten Feurer ein. Dann die Mandragora. Ist zum Teil eine Pflanze. Ja, dann darf Riku auch noch mal dran sein. Und ich glaube, Tidus macht dann jetzt den Sack dicht. Ja. So, und schon sind wir aus der Höhle raus. They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Yuna Leska. Lady Yuna Leska. Yep. In Xanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Genau, jetzt kommt nämlich nochmal eine Prüfung von, wie gesagt, Yuna Leska. Die herausfindet, ist dieses Medium geeignet, um die hohe Beschwörung zu erhalten. It's over. Und natürlich, zu unserer Sicherheit, gibt es hier auch nochmal einen kleinen Speicherpunkt. Ist ja klar.
Denn hier kommt gleich auch wieder ein Bosskampf auf uns zu. So, jetzt kann ich nochmal alle durchwechseln. Alle einmal ein bisschen leveln, bevor es gleich losgeht. Ich glaube, jetzt hatte ich alle, ne? Waren alle einmal dran gewesen. Gut, wie sieht's mit den Punkten aus? Ja, ich mache mal jetzt wieder eine kleine Pause und verteile die Punkte und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und jetzt hat gerade Lulu auch endlich ihre Hades-Magie gelernt, die mir jetzt in nächster Zeit auch ziemlich helfen wird. Definitiv. Einfach mal zwei Magie-Sachen auf einmal machen, ist eigentlich richtig geil. It comes! So, und da ist jetzt auch schon das Monster. Oder die Bestia. Die wir hier erledigen müssen. Wie nennt sich das Heiligtum? Und an und für sich ist es relativ einfach zu besiegen. Es hat keine groß... Also, außer jetzt der Photonenstrahler, der alle verflucht mitunter und negative Sachen gibt, ist es an und für sich relativ easy zu bestehen. Einen Moment, ich wechsle gerade jetzt einmal zu Yuna. Und die wird nämlich dann einmal Medica einsetzen. Außer die Verfluchung kann sie dadurch alles heilen. Ich setze jetzt nochmal gerade Medica auch bei... Na, bei Rick. Riku ein. Na, komm schon. Ich komme gerade nicht auf Riku. Ah, jetzt. So. Und gegen die Verfluchung hilft halt einfach nur ein Weihwasser zu nutzen. Und was anderes hilft nicht. Aber Riku muss ich... Ah, nee, Riku war ja schon. Also ist das auch schon einmal vom... Tisch. So. Lulu hat jetzt ja ihre Hades-Magie. Und wie ihr seht, ich kann jetzt hier zweimal zwei verschiedene oder auch die gleichen Zauber anwenden. Oh, Gravitas ist, dagegen ist das Heiligtum immun. Okay, hatte ich vergessen. Upsi, zwei vergebens ausgegebene Punkte. Also der magische Hauch, der haut rein. Okay, merken. Okay, der war nicht schlecht. Unkrautjäter, also da schlägt es mit deinem Schwanz aus. Wen hatte ich jetzt noch? Nicht, ich glaube, fast jeden. Jedes war, Walker war... Auron? Nee, Auron war noch nicht. Aber den gebe ich jetzt einfach mal ein Weihwasser. Der ist auch noch stumm, also kann er auch keine... Er kann zwar jetzt keine... Und er ist noch blind. Okay, das habe ich jetzt auch gerade nicht gesehen. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Dann wechsle ich doch nochmal gerade zurück zu Yuna. Und werde ihm mit Medica die negativen Zustände weggeben. So. Okay. Oh, okay. Neu, ja, okay, alles klar. Aber das wird dir auch nicht helfen. Das wird dir jetzt auch nicht mehr helfen, denn ich habe dich schon fast erledigt.
Nee, ich bleibe bei den dreien jetzt hier. Jetzt muss ich gerade ein bisschen auf Stärke gehen. An 9999. Jetzt habe ich schon wieder über ein Drittel davon schon wieder weggewischt. Und ordentlich ausholen kannst du auch nicht. So. Okay, wieder die Photonenstrahlen. Okay. Ach, es macht sogar Verwirrtheit. Ey, einen Moment. Dann wechsle ich jetzt einmal wieder zu Yuna. Moment. Ich brauche bei Auron den Engel. So. Der Waka ist blind und er ist verwirrt. Eine ziemlich blöde Kombination, die würde ich jetzt auch nicht gerade heilen wollen, denn entweder, wenn er jetzt jemanden versucht zu verletzen, dann würde er sich, wenn dann, ja, würde er niemanden treffen. Oder ich mach's mir jetzt ganz einfach und nutze einfach Bahamut. Dann ist niemand anderes da. Und ich glaube, Bahamut ist gegen die meisten negativen Statusveränderungen sogar immun. Würde also jetzt nichts bringen, nochmal den Photonstrahler rauszuholen. Oh, das war sogar... Ui. War eine gute Entscheidung. Und das war jetzt... die Prüfung von Yuna Lasker. So an sich relativ einfach, wenn man sich vor den Photonenstrahlern ein wenig schützt. Aber das hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Aber wir haben es geschafft. Hey, can't we rest a little? No need. We reached the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Sie sucht immer noch nach einer Möglichkeit, Yuna zu retten.